Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Jetzt wollen wir einsamen mit PvP zusammen, also nicht wir beide zusammen, sondern und wir sagen, was ist Melonensaat und das ist Mais und das ist Wassermelonen. Ich würde mal sagen, von jedem etwas. Ja, Rumpelstilzchen, dich hätten wir vorher gebraucht. Da waren wir sehr in der Klemme. Ja, aber ab und zu geht's auch alleine. So. Kann ich jetzt hier? Schwups. Hier. Oh. Arschloch. Jetzt verletzt er mich, das dämliche Vieh. Mann, habe ich mich erschrocken. Ja, es ging um Pfeile machen, dass man verschiedene Pfeile nicht in einen Köcher reinstecken kann. Ja, irgendwie. So na komm her, du halber Hahn. Traurig, oder was? Was war das für eine Staubwolke? Wie, ich habe keine Pfeile mehr. Warum schießt er denn nicht? Hä? Warum verschwinden denn die Pfeile immer und alles? Köcher. Was war das denn jetzt? Ah, jetzt geht's, oder? Wie krieg ich das? Ah, toll. Der verschießt die Pfeile, ehrlich. Was habe ich jetzt im Inventar? Ein Seil habe ich bekommen. Knochen. Fell. Achso, das ist ja vom Wolf. Zeig von dem gar nichts. Genau, es geht. Schön, dass du da warst. Danke für deinen Besuch. Hellskate, du kennst mich ja, ich meine das nicht so. Sei jetzt nicht beleidigt. Musst du nicht gleich zur Mami gehen, ehrlich. Du weißt es doch, wie wir zwei sind. Immer lustig. Ist ja nicht auf beleidigte Leberwurst machen, gell? Ne? Sonst komme ich nicht mehr in deinen Stream. Mit 5 halbe Bier. Bleibt es liegen am Boden? Das. Nee. Irgendwie nicht. Habe ich jetzt gepflanzt? Ja. Oh. Ui. 6-6. Ich brauche noch Nägel. Und Rumpelstilzchen, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Na, ich werde mal reinschauen, wie es geht. Morgen habe ich Zeit. Wo reinschauen? Ja, morgen habe ich leider keine. U-Boot. Achso, ja. Morgen habe ich leider keine Zeit, weil ich leider Doppelschicht habe. Frühnacht. Aber dann wieder. Sonst habe ich keine Steine. Jetzt machen wir hier erstmal das Wasser aus. Auf alle Fälle schön, Hellskate, dass du da warst. Freut mich immer wieder, weißt es doch. Na? Ja, tschüss, mach's gut, gute Nacht. Warum geht's nicht aus? Habe ich kein Wasser drin? Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Soll ja nicht alles. Und vor allem, bis ich drauf gekommen bin, Rumpelstilzchen, dass nicht nur Mulch brennt, sondern auch Feuerholz. Das ist echt lustig gewesen. Aber da hast du gestern auch nichts gesagt, gell? Nimm Kohle, sagt er. Kohle? Ja, ja, Kohle. Ich werde hier nicht die Dollars verbrennen, weißt schon. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier in dem Spiel auch Kohle gibt. Zum Anzünden ist am besten. Ja, aber hier brennt bei mir Feuerholz. Da konnte ich auch ohne Mulch anbrennen, anzünden. Schau mal, aber Wägelchen habe ich. Hier zwei Speere. Dann
Muss man das Zeug hier gießen? Nee, das wächst hoffentlich von alleine, oder? Wasser hinzufügen. Ah, okay. Okay, die Frage hat sich erübrigt. Das mit dem Wasser wird echt langsam lästig. Und jetzt ist das Ding fast leer. Aber egal. Lieber fünfmal. Ich werde mal langsam, glaube ich, mal. Ich werde mal einen Zaun bauen und das Tor wird zum Wasser gehen. Und eine Pipeline. Hier diese blöden Steine-Dinge. Ach so, ja, hier. Das habe ich noch neu. Nein, das habe ich. Ja, eine zweite Kiste. Aber sonst. Ah ja, hier. Amboss habe ich auch. Und Werkbank habe ich auch schon. Sehr cool, oder? Hier mal schauen, ob da noch Wasser drin ist. Oh ja. Flupp. Wie geht's mir? Oh, ich muss auch trinken. Kann man nicht trinken auf irgendeinen Knopf legen? Trinken. Jetzt ist sie leer, oder? Warum ist die Flasche nach einmal trinken leer? Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Wer säuft denn gleich eine ganze Flasche leer? Sauber, gell? Finde ich auch. So schlecht war ich gar nicht, oder? Sei mal ehrlich. Für einen zweiten Spieltag, oder? Fisch! Ist das ein Fisch? Nee, ist eine Pflanze. Ui, Fisch! Nein, nur Alge. Alge, Alge. Also diese Holzwände hier von dem Haus, die halten halt echt fast gar nichts aus. Muss ich schon sagen. Haben sie mir schon drei eingerissen. Diese Grattler. Ich muss Inventar echt auf eine andere Tastatur legen. Mir ist das echt mit, dass ich da mal so rüber muss. Auf I. Von W zu I ist es schon ganz schön weit. Da musst du mit dem Daumen so rüber. So. Na. Thomas, du hast doch eine Gaming-Maus, oder nicht? Ja. Ja, da kannst du doch noch ein paar Tasten drauflegen auf die Gaming-Maus. Ja, zwei habe ich hier auf der Seite. Ja, das stimmt allerdings, dass ich mir I auf Maus leg. Ja, das wäre schon praktisch, dann wäre ich doppelt so schnell, gell? Aber das wäre ja nicht zum Aushalten, wenn du Hä? doppelt so schnell Der hat mich wärst. doch gar nicht berührt. Warum bin ich denn jetzt tot? Also das ist echt scheiße gemacht, Mann. Also das nervt mich in dem Game. Du weißt überhaupt nicht, an was du stirbst. Aber Hauptsache, du weißt, dass du gestorben Komm bist. her, du Hurensohn. Der hat ein Messer geworfen, hat er geschrieben. Und du hast es wieder mal nicht gesehen. Messer, wie kann der Depp ein Messer werfen? Der weiß nicht mal, dass er am Leben ist. So ein Scheiß, ehrlich. Na, das ist echt beschissen gemacht. Der wirft ein Messer, oder? Der Trottel. Der, wo nicht mal weiß, dass er lebt. Sind es die Resterinnerungen? Er war mal Messerwerfer in irgend so einem blöden Zirkus? Alter, da muss ich. Jetzt. Messerwerfer. Ja, vielleicht brauchst du noch ein Schild oder eine Ritterrüstung. Nee, Klamotten, hat er schon gesagt. Das ist ja auch wie Schutz. Klamotten sollte ich mir langsam mal herstellen, ja. Ich hoffe, ich habe es aufgefüllt und war nicht zu schnell. Bingo war sein Ja. Okay. Nee, nee, nee. War schon. Jeden. Dwa. Dwa. Achso, ich muss die erst nehmen. Okay. Jeden. Dwa. Cztery. Cz. Pięć. Je. 7, weiß ich gar nicht mehr. Was heißt 7 auf Polnisch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Rumpelstilzchen, sieht man denn das überhaupt, wenn der ein Messer schmeißt? Kann man da noch ausweichen? Hab ich kein. Ah, ich hab kein Holz mehr. Ich hab kein Holz mehr. Der hat Messer geworfen, ja, der Drecksack. Aber woher hat denn der die Messer? Ist doch ein dummer Zombie.
Also ein infizierter Vampir. Aber nach einem Messer kann man doch nicht tot sein, oder? Der macht doch irgendwie nur 10 Schaden, glaube ich, oder so. Ja, aber 10 Schaden am Herz ist halt auch 100%. Mein Herz hat eine verknöcherte Umknöcherung. Also wenn du schnell bist, kannst du ausweichen, hat er gemeint. Okay. Na? Erstmal das Zeug hier loswerden. Was? Ich glaube, ich bin manchmal zu schnell. Ernten. Okay, ich habe noch diese Stöckchen, die will ich jetzt irgendwie nicht verkommen lassen. Für was braucht man Stöckchen? Eigentlich braucht man Stöckchen für gar nichts, oder? Also doch, schon, aber... Mein Finger ist so krüppelig, dass ich mit der... Ey! Mit der Maus das... Ah, ich muss mich nur dran gewöhnen, dann geht's. Thomas, wenn der nächste Zombie kommt, dann stellst du dich einmal richtig schön hin. Ich will das sehen, wie der mit dem Messer schmeißt. Sterbe ich ja wieder. Das macht nichts. Okay. Verlierst ja nichts. Also... Ich bin jetzt hier fertig. Immer... Sag mal, Rumpelstilzchen, ich kann doch einen Zaun bestimmt bauen und kann. Gibt's bestimmt irgendwelche Abwehrmaßnahmen, oder? Dass die nichts mehr kaputt schlagen können. Dass die quasi am Zaun, keine Ahnung, durch Pickers oder durch Stacheldraht oder so, aber sterben, oder? Die Jungs. Und Mädchen. Mädchen. Jungs und Mädchen. Es gibt bestimmt Abwehrmaßnahmen, oder? So wie bei Seven Days to Die mit diesen Stacheln nach oben oder so. Base aufwerten, aber da brauche ich... Ah, ich muss den Hammer basteln, oder? Damit ich die aufwerten kann. Diesen Hammer zum Reparieren und... Ja, und die Werkbank muss man aufrüsten. Ja. Ja, aber man braucht echt viel Eisennägel, habe ich festgestellt. Also da so viel... Und in der Nacht braucht man auch nicht so viel rumlaufen. Und Nacht ist, glaube ich, immer am besten, wenn man schläft. Weil da kommen sie und zerstören die Hütte und du siehst nichts. Base aufwerten. Also ich muss so einen Hammer basteln, oder? Warte mal. Hab ich noch gar nicht. Oh, das Gewitter. Warte mal. Steinhammer. Ein Stock, kleiner Stein, ein Seil. Müsste ich eigentlich alles haben. Nein, ich habe keinen Stein. Und hier habe ich überhaupt kein Feuer mehr drin. Alter. Nee, das habe ich ja ausgemacht. Stein. Okay. Ui.
Die lasse ich jetzt erstmal. Die ernte ich erst, wenn ich es brauche. Kann ich die schon ernten? Ernten. Wieso habe ich zweimal Mais? Ich bin schon voll der Gärtner, oder? Ja, das sowas macht mich glücklich, wenn ich sowas wachsen sehe. Wie auf meinem Balkon, wenn die Tomaten und die Rosen wachsen. Voll geil. Oder? PvP. Selbst ja, gepflanztes schmeckt am besten. Schlecht aus. Nein, ich meine allgemein. Aber warum ist es nur eine Melonenpflanze? Wenn ich die jetzt ernte, kriege ich wieder neue Saat automatisch, weil ich sie fresse. Ich ernte die jetzt mal einfach so. Da warte mal, da hinten habe ich zwei. Yummy, yummy, yummy. Und dann lege ich die wieder rein. Zack. Oh, da ist ja noch so viel Wasser drin, oder was? Da ernte ich die auch. Ernte. Und wieder hinein. Ernten. Und wieder hinein. Und jam jam. Halt die Schnauze, Mann! Was? Wie trifft mich der denn, hey? Der kann mich doch nicht, der krabbelt, der schlägt nicht mal. Der schlägt nicht mal, man sieht nicht mal den Schlag. Ich hack ihn hier im Boden und der kriegt keinen Schaden. Jetzt muss ich mich wieder heilen. Ich muss irgendwann Verbände herstellen. Auf die Birne hier. Verband, hier, Knie, ja, er hat mich ins Knie gebissen. Wie hat er mich denn am Arm erwischt, wenn er am Boden rumkrabbelt? Was für ein Blödsinn, Mann, ehrlich. Ich brauche Klamotten. Okay, ich gehe nach Hause. Viel zu dunkel. Also in der Nacht. Du hast gesagt, man muss in dem Fenster irgendwas reinbauen. Zwecks Kälte oder so. Zwecks extremer Kälte. Kurz Pause. Soll ich mal reinbauen? Warte, ich schaue jetzt, wie es mir geht. Ja. Mir geht's so schlecht. Ich habe mich vorher so voll gefressen. Und jetzt geht's mir so schlecht. Also mit dem Fressen, das ist schon echt... Achso, ich habe gar nichts gefressen. Proteine. Wo ist denn das ganze Fleisch hin? Ach, hier. Also ich finde, das Essen ist ein bisschen übertrieben, dass ich hier 8 Steaks mir reinhauen muss, dass meine Proteine voll sind. Das, ich meine, das Spiel gefällt mir. Ich sag gar nichts. Aber Essen ist ein bisschen übertrieben. Oder PvP? 6 Steaks? Ja, aber das kennen wir ja aus den anderen Spielen teilweise, ne? 6 Steaks. Also wenn ich arbeite und so, dann machst du ein Frühstück mit 2 Semmelchen. Und ja gut, andere saufen Kaffee. Ich hau meinen Red Bull zurzeit rein. Aber Kaffee ist auch lecker. Dann Mittagessen. Ja, 2 Steaks und Gemüse und so ein Zeug. Abends haust du natürlich auch noch was rein. Aber hier ist es so, du haust da 6 Steaks rein und dann brauchst du mittags wieder was. Und abends brauchst du dann wieder was. Ja, du darfst halt nicht verwechseln. Du bist ein verwöhntes Kind in deiner Arbeit, ne? Schnauze. Und tust keine Kalorien verbrauchen. Und was machst du hier? Holz hacken, Steine hacken. Wasser holen, Hütte bauen, Zombies verfolgen. Das braucht schon Energie. Warte mal, ich muss hier Fenster basteln. Fenster. Wo habe ich noch Fenster? Wahrscheinlich nur Stöckchen, oder? Na? Ah, da habe ich gar keine Tür drin. Okay, alle Fenster. Hier noch eine Tür rein. Wo ist denn die? Weg, da. Na? Na? Was braucht denn so ein Fenster? Was? Wie kriege ich ein Glas? Habe ich das falsche Fenster gebaut?
Ja, du kannst auch ein Fenster mit Backsteine bauen, aber da kannst du nicht mehr rausgucken. Ja, man braucht schon Glas, ich verstehe schon. Aber wo gibt's Glas? Glas. Nee. Glasrahmen. Glaswand. Glasdecke. Glastür. Glaswand. Steine sagt er, dass du die brauchst. Wahrscheinlich kannst du dann Glas draus machen oder was weiß ich. Muss ich das so? Geht das nicht irgendwie so mit Holzbrett und weiß schon, so eine Holzlade mit so einem Dings und wenn ich den wegmache, dann macht das Fenster zu. Gibt es so Holzladenfenster nicht für den Anfang? Also, liebe Spieleentwickler, Glas gleich zum Anfang. Hier. Holz, drei Bretter. Zwei links und rechts, hier so den Ständer ausklappen, frische Luft, Ständer weg, Holz zu, dunkel. Mann, 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 echt, Spieleentwickler. Schreib mal was, PvP, scheiß die mal zusammen. Ohne Scheiß, Witz, Glas. Wir stellen jetzt das scheiß Glas her. Steine, zwei Steine hat er gesagt. Auf der Werkbank, oder wie? Ach, was weiß denn ich? Ja, ich Wer schau doch spielt eh denn schon. das Spiel? Kleine Fenster. Kleine Fenster? Hier hat keiner was von kleine Fenster gesagt. Wo sind denn hier kleine Fenster? Zwei Steine bekommst du Sand und aus Sand machst du wahrscheinlich wieder Glas. Ah, ja, natürlich. Logischerweise. Oh, das wird langsam zu viel. Das ist, weißt, eins muss ich sagen. Das Spiel gefällt mir sehr gut, aber was bei anderen Spielen viel zu lange dauert, dass du das herstellen kannst oder was du machen musst oder was du brauchst, bei dem Spiel kommt alles auf einmal. Oder? Findest nicht? Mit zwei Steinen Sand steht ja auch keiner und ich. PvP. Was? Ich sag, du kennst ja die anderen Spiele. 7 Days to Die, Night of the Dead, Stranded Deep. Bei anderen Spielen brauchst du immer länger, bis du das nächste herstellen kannst, weil du eine Maschine brauchst und dies und das. Und hier kommt zu viel. Das erdrückt dich ein bisschen bei dem Game. Naja, weil du dir keinen Plan gemacht hast. Du hast dich erst einmal aufs Bauen konzentriert. Es hat doch mit dem Plan nichts zu tun, wenn alles hier auf einmal kommt. Dass du Glas hast, dass du das brauchst, dass du. Und. Du verstehst mich falsch. Wie viel haben wir noch auf der Uhr? 23 haben wir jetzt. Boah, ich bin zum Teil echt überfordert, was ich als erstes mache und was ich dann als nächstes mache. Die Dinger sind leer. Ich bin gerade echt. Ich bin gerade echt ziemlich. Was denn das? Eisenbahn? Kobaltbahn. Mechanikteile. Eisenbahn, Kupferbahn, Nägel. Das kann ich noch machen. Was ist das? Ach, das ist die verbesserte Werkbank. Glas. Bleibarren braucht man da, okay. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich baue erstmal hier meine Dinger fertig. Ne, ich baue einen Zaun. Kann ich einen Zaun bauen? Dass die Arschlöcher nicht mehr kommen, dass ich irgendwie Abwehrmaßnahmen habe, dass ich mich nicht mit dem herumärgern muss. Was ist denn das? Holzbrüstung. Wie sieht denn die aus? Achso, das ist für den Balkon wahrscheinlich. Holzbrüstung. Holzzaun. Zaun. Du sollst da mal einen Extrahierer bauen, damit du endlich mal ein bisschen Metall kriegst und Erze halt. Extrahierer. Wo kriegt man denn? Sonstiges? Öl? Backschmiede? Dings? Mischer?
Kohleofen, Holztor, den habe ich schon. Wasserhaus. Gewächshaus, Lehmextrahierer, Mineralextrahierer. Muss ihn einfach nur irgendwo hinstellen, mit Eisenbahn, Bretter, Nägel, Schrauben. Und wo stelle ich den hin? Boah, irgendwo bei dir direkt an der Base halt, damit du nicht so weit rennen musst. Auf dem Feld, wo das Symbol der Map ist. Okay. Ja, dann bin ich hier jetzt genau richtig, wo die Axt ist, oder? Richtig? Wo so eine Axt ist, da, wo diese, ich meine diese Pickel. Da bekommt man schon was, okay. Also genau. Warte mal, damit es hier ein bisschen schön wird. Ich will ja das irgendwie schön haben. Mit Zaun dann hier. Falscher Knopf. 18 Eisenbarren, willst du mich verarschen? Schrauben, 20, 8 Nägel. Alter, das ist doch viel zu früh jetzt, den Extrahierer zum Bauen, oder? Währenddem ich den fertig habe, bin ich 5-mal verhungert und gestorben. Rumpelstilzchen, ich bin vielleicht noch nicht so weit wie du. Neu anfangen und so, weißt? Überall auf der Map. Also du meinst, ich soll lieber rumlaufen? Ehrlich? Was für ein Cheat-Video hast denn du angeschaut? Ich muss ja allein hier rein. Und das ja hier alles da verkochen. Und Holz und weißt eh. Alter, das ist irgendwie, finde ich, alles ein bisschen viel zu heftig. Schnell. Puh. Ja, das dauert ein wenig. Ja, mit Geduld hat das nichts zu tun. Das hat mit Working, 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 Working. Working, nicht Working. Das ist schon heftig. Komm her, du Scheiße. Wirklich, du hast einen Extrahierer gleich am Anfang gebaut? Kein Zaun? Zwecks Arschlöcher, die dich immer belasten. Diese, ja gut, ich meine, so schlimm sind die nicht, aber die töten halt auch. Aber manchmal ist es besser, getötet zu werden, weil dann passt es mit der Kohlenhydrate wieder. Jetzt bin ich gerade irgendwie baff. Das überrennt mich gerade alles. Warte mal. Ich mache auf meine Art. Ich habe hier einen Zaun. Das ist ein Zaun. Und was ist das? Spitze Falle. Stock und Seil. Ah, das ist es. Hier Holzhacken angesagt. Holzscheite, Seil. Was für ein scheiß Zaun, Mann. Wenn ich aus Baumstämmen einen Zaun machen kann. Sei mir erschreckt. Ich muss gestehen, ich habe die Horden ausgemacht gehabt am Anfang, ja ich auch. Aber eigentlich egal, weil wenn dich einer tötet, spawnst du. Ja, das stimmt, das mit dem Töten. Also wie man spawnt, ist echt super gemacht. Da kann man nichts sagen, aber ich muss ehrlich sagen,
Ich meine, ich kann ihn extra hier stehen lassen, ich muss ja nicht bauen. Aber ich würde mir irgendwie lieber erstmal eine Parallel. Ist es parallel? So eine Base machen. So komplett, so bam bam. Mit fettem Tor. Wenn ich mich drehe, dreht sich das Ding mit. Nee. Ist es gerade? Na gut, Leute, ich tue mich mal verabschieden. Ich gehe jetzt mal ins Bettchen. Gestern war recht lang und vorgestern auch. Ich auch gleich. Also ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, Gruß an den Chat und dann auch gutes Nächtle. Oh, jetzt kommt der nächste Nervige. Jo, ja, er hat ein Messer. Hast du gesehen, er hat das Messer geschmissen. Ja, danke, Rumpelstilzchen. Ciao, ciao. Ciao, PvP, er schmeißt das Messer. Er hier, der Wegläufer. Ja, ich hab's wieder nicht gesehen. Aber jetzt kam er nicht dazu, weil er zu nah da war. Ja gut, also dann, Thomas, mach's gut, gell? Viel Spaß noch. Jo, ciao, ciao. Ja, 15 Minuten, wie schaut's mit der Uhr aus? Oh, schon überzogen. Dann mache ich jetzt wahrscheinlich auch Schluss. Auf alle Fälle beende ich das Video. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hopfi. PvP ist noch da. Ja, ich sag auch noch mal Tschüss ins Video. Ciao, ciao.